Unterwegs mit Klaus und Joachim vom Ordnungsamt Mitte. Langjährige Berufserfahrung haben Ordnungshüter Klaus den Blick geschärft. Sein oberstes Gebot, je genauer man hinschaut, umso mehr findet man. Sie können das richtig. Das sieht gut aus hier. Der Hund passt auf, sehr schön. Ja, schönes Bild. Aber Sie wissen schon, dass das nicht von Ihnen ist. Sie wissen schon, wer das Bild gemalt hat. Wissen Sie, ne? Klar, geht doch jeder. Ne? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, wunderbar. Und steht in Ihrem Pass irgendwas von da Vinci oder sind Sie eine Nachfahrin? Nein, eine Erbin? Leider nicht, ne? Ja, leider nicht. Das ist das Stichwort. Ich würde sagen, wischen Sie es mal weg und dann ist gut. Was? Ja, nein, so würde ich. Sie dürfen es eigentlich nicht so einfach so hier hinmalen. Das ist das Problem. Hat aber noch nie jemand was gegen gehabt. Ja, dann haben Sie Glück gehabt, weil da noch nie der Richtige vorbeigekommen ist. Aber es ist. Ohne Kontrolle bleiben solche Straftaten unbemerkt. Urheberrechtsverletzung ist nämlich kein Kavaliersdelikt. Dennoch versuchen die Beamten, diesen Fall unbürokratisch zu lösen. Was wir auch machen könnten. Sie nehmen einfach, das ist, glaube ich, die elegantere, Sie nehmen einfach ein paar Veränderungen dran vor. Ja, hier Sie machen ein Schnurrbart dran, hier wie den Pütz. Echt? Ja, ja bitte. Schön Schnurrbart dran. Mona Lisa. Ja, dann erkennt das doch keiner mehr. Da soll doch jemand erkennen. Ich sag mal, hier in dem Einkaufszentrum, glauben Sie, hier weiß einer irgendwie, dass das die Mona Lisa ist? Oh Gott. Bisschen dicker mit dem... Oder jetzt sieht's aus wie einer von den drei Musketieren. Ja. D'Artagnan. Sehr schön. Jetzt noch den Bügel rüber. Noch mal einmal rum. Jetzt erkennt das doch kein Mensch. Wissen Sie, so ist Ihnen geholfen, uns ist geholfen. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Klaus und Joachim legen Wert auf Menschlichkeit und Bürgernähe. Sie handeln nach einem festen Wertesystem, auf das sich die Bürger jederzeit verlassen können. Die haben sie nicht alle, ne? Nee, die haben sie nicht alle. Total gut. Ich dachte, wir hätten das jetzt schnell und unbürokratisch gelöst. Aber das ging leider nicht. Wir haben noch mal mit den Leuten telefoniert im Amt und musste entfernt werden. Ja, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, aber in den Statuten steht das drin. Und so geht das nicht an, wie das gelaufen ist. Die Kehrmaschine musste her. Ja.